Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska. Guten Abend. Das ganze Gewicht der Geschichte war heute zu spüren, als im EU-Parlament in Straßburg eine deutsche Regierungschefin und ein französischer Staatspräsident gemeinsam auftraten. Zuletzt war das vor 26 Jahren so, als François Mitterrand und Helmut Kohl unmittelbar nach dem Fall der Mauer ein neues Europa ausriefen. Jeder von uns spürt in diesen Tagen, dass das, was sich jetzt in Europa ereignet, vor allem in Mittel-, in Ost- und Südosteuropa, Ereignisse von geschichtlicher Tragweite sind. Diese Worte Helmut Kohls hätten heute haargenau so fallen können. Und Merkel und Hollande haben auch mit der ganzen Wucht der deutsch-französischen Freundschaft versucht, an dieses historische Ereignis anzuknüpfen. Doch wenn man damals hoffnungsfroh nach vorne geblickt hatte, weil die Mauer ja weg war, herrscht im Europa von heute wieder Sorge und Zwietracht, da nicht wenige versuchen, wieder Mauern zu errichten. Christian Feld. Alle Augen auf François Hollande und Angela Merkel. Ach ja, der spanische König war auch da, heute nur in einer Nebenrolle. Die Bundeskanzlerin und der französische Präsident zusammen im EU-Parlament, 26 Jahre nach dem Mauerfall. Der Zeitpunkt für diesen demonstrativen Schulterschluss ist sicher kein Zufall. Wir sprechen in einer Zeit, in der Europa wieder eine große Herausforderung zu bewältigen hat. Und ich sage, es ist eine Bewährungsprobe historischen Ausmaßes. So wie 1989. Europa steht vor großen Veränderungen. Keine zwei Wochen nach dem Mauerfall kommen Helmut Kohl und François Mitterrand nach Straßburg. Der Anlass ist ein freudiger, doch die Zukunft ungewiss. Wir haben viel Arbeit vor uns. Sie haben sie, ich habe sie. Wir alle stehen vor der Situation, dass wir entscheiden müssen, wie wir das Europa von morgen schmieden. 2015, die Flüchtlingskrise stellt Europa auf die Probe. Die Konflikte sind nicht zu übersehen. Wie soll es also aussehen, das Europa von morgen? Merkel und Hollande fordern eine neue Außenpolitik, die Fluchtursachen bekämpft. Neue Regeln für eine gerechtere Verteilung. Aber über allem steht eine große Überschrift: Zusammenhalt, Solidarität, gemeinsames Handeln. Wir dürfen in der Flüchtlingskrise nicht der Versuchung erliegen, in nationalstaatliches Handeln zurückzufallen. Ganz im Gegenteil. Gerade jetzt brauchen wir mehr Europa. Mehr Europa, eine Botschaft, die bei den Europaskeptikern gar nicht gut ankommt. Marine Le Pen vom Front National provoziert Hollande und plötzlich geht ein Ruck durch das weite Rund. Der einzige mögliche Weg für diejenigen, die von Europa nicht überzeugt sind, ist, Europa zu verlassen. Dieser Weg ist schrecklich. Raus aus Europa, aus dem Euro, aus Schengen und sogar aus der Demokratie. War das heute ein historischer Tag? Merkel und Hollande werden sehr schnell erfahren, was ihr Auftritt bewirkt hat, denn es wartet der europäische Verhandlungsalltag. Angela Merkel braucht die Unterstützung der anderen EU-Staaten, denn längst ächzen die deutschen Städte und Kommunen unter den vielen tausend Flüchtlingen, die sie nicht mehr ausreichend unterbringen und versorgen können. Der bayerische Ministerpräsident droht heute sogar mit Notwehr, was immer er damit meint, sollte die Kanzlerin die Flüchtlinge weiterhin in so großer Zahl ins Land kommen lassen. Und da liegen Licht und Schatten nah beieinander. Denn während die einen Angela Merkel ob ihrer Flüchtlingspolitik sogar für den Friedensnobelpreis ins Spiel bringen, sehen Sie andere bereits als Kanzlerin scheitern. Heute Abend hat sich Angela Merkel eine Stunde lang den Fragen von Anne Will gestellt. Michael Stempfle berichtet. Es ist schon ungewöhnlich, mit welcher Sicherheit Angela Merkel in diesen Tagen auftritt. Die Flüchtlingskrise, ihre wohl größte Bewährungsprobe als Kanzlerin. Und sie ist bereit, für ihre Politik zu kämpfen. Ich bin vorgeprescht, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das geht. Und weil ich auch glaube, als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland habe ich die Aufgabe, in einer solchen Situation, die eine außergewöhnliche Situation ist, ich habe gesagt, es ist eine historische Bewährungsprobe, alles daran zu setzen und den Optimismus und auch die
innere Gewissheit zu haben, dass diese Aufgabe lösbar ist. Wer Fehler macht, dem erteilt sie Nachhilfe, wie heute Vormittag. Das Management in der Flüchtlingskrise wird zur Chefsache. Die politische Gesamtkoordination geht an ihn, Kanzleramtschef Altmaier. Der Bundesinnenminister sei entmachtet, so die Opposition, und die Regierung reagiert gereizt. Das ist Quatsch, wenn Sie es genau wissen wollen. Das ist völliger Quatsch. Doch auch die SPD kann sich Häme nicht verkneifen. Eine Stärkung von Herrn de Maizière ist es jedenfalls nicht. Von einer Entmachtung des Innenministers will Merkel aber nicht sprechen. Natürlich nicht. Ich brauche ihn dringender denn je. Also alles im Land in Ordnung? Von wegen. Es rumort an der Parteibasis. CDU-Politiker aus 8 Bundesländern, darunter der Landtagsabgeordnete Piwarz aus Dresden, haben einen Brief verfasst. Von großer Sorge ist die Rede. Und die Politik der offenen Grenzen, so heißt es, stehe nicht im Einklang mit dem Programm der CDU. Wir leben in einem freien Land, wir leben in einer Demokratie. Da ist es richtig, dass man Positionen hinterfragt und auch Kritik äußert, wo man nicht einverstanden ist. Und wir haben ein Problem damit, dass wir im Moment im Prinzip eine Situation in Deutschland haben, dass die Grenzen de facto offen sind, dass wir Mühe haben, auf allen Ebenen, Bund, Land wie auch die Kommunen, mit der großen Anzahl von Flüchtlingen zurechtzukommen. Merkel streitet ab, dass sie nicht Bescheid wisse, was an der Basis los sei. Ich sehe, dass viele im Augenblick alles geben, manche auch am Rande ihrer Kräfte sind. Ich habe jeden Tag Gespräche mit Bürgermeistern, mit Landräten. Manchmal wird ja gesagt, weiß die überhaupt, was hier vor Ort los ist? Ich glaube, ich weiß das und ich bin dankbar dafür, was da geleistet wird. Und ich weiß auch, dass ich die Aufgabe habe, dass wir diese Prozesse besser steuern müssen. Ein kämpferischer Auftritt. Vermutlich wird Merkel noch oft in den medialen Ring steigen müssen, um ihre Kritiker zu überzeugen. Die Frage der Flüchtlinge. Sabine Rau hat für uns das ganze Gespräch mit der Kanzlerin beobachtet. Das war ja heute ein recht ungewöhnlicher Schritt, für die Kanzlerin in eine Talkshow zu gehen, um ihre Politik zu erklären und auch zu verteidigen. Welche Taktik steht dahinter? Nun, der Druck war ja zuletzt groß geworden. Gegenwind aus den eigenen Reihen, die unermüdlichen Attacken Horst Seehofers und nicht zuletzt sinkende Umfragewerte. Das war heute Abend schon ein Offensivschlag, dieser Fernsehauftritt. Und ihr zentraler Satz war sicherlich, ich habe einen Plan. Sie wollte die Gewissheit vermitteln, dass sie zu ihrem Satz steht. Wir können das schaffen. Aber auch eines ist deutlich geworden. Merkel weiß, das ist die sicher schwerste Herausforderung ihrer Amtszeit. Und daran, an der Lösung dieser Flüchtlingsfrage, dürfte sie als Kanzlerin gemessen werden. Und was glauben Sie, geht diese Offensive auf? Kann sie zumindest einen Teil ihrer Kritiker wieder für sich gewinnen? Das werden Umfragen zeigen müssen, vielleicht auch die Kommentare in den sozialen Netzwerken. Aber so viel ist sicher, sie hat versucht deutlich zu machen, dass sie diese Aufgabe für lösbar hält. Sie hat allerdings auch klargestellt, dass sie es besser ordnen und planen muss, also auch Defizite eingeräumt. Ob sie mit diesem Auftritt heute Abend diejenigen überzeugen könnte, die Angst haben, die Zweifel haben, das ist ungewiss. Aber wir haben hier heute Abend eine Kanzlerin erlebt, die sich in Ruhe, Gelassenheit und Zuversicht präsentiert hat. Danke, Sabine Rau. Ja, jahrelang wurde Angela Merkel vorgeworfen, dass sie zu zögerlich handele. Scheitert sie jetzt daran, dass sie in der Flüchtlingskrise klare Kante zeigt? Ein Kommentar von Reinhard Becker vom Südwestrundfunk. Sie bleibt dabei. Wir schaffen das, hat die Bundeskanzlerin vorhin bei Anne Will wiederholt. Und damit wir das schaffen, vor allem aber, damit Angela Merkel mit diesem Satz nicht scheitert, ist sie heute in der Flüchtlingspolitik in die Offensive gegangen. Mit ihrer Rede vor dem Europaparlament, mit ihrem Auftritt bei Anne Will, mit der Einrichtung einer Stabsstelle im Kanzleramt unter Leitung ihres Vertrauten Altmaier. Die Flüchtlingskrise ist jetzt Chefsache. Es ist die kritischste Phase ihrer Kanzlerschaft. Angela Merkel hat offenbar verstanden, dass ihre Zukunft und ihre Autorität vom Bestehen dieser Herausforderung abhängt. Sie musste handeln, weil das Krisenmanagement des Bundesinnenministers unzureichend war, weil die Schwesterpartei CSU sie vor sich hertrieb und weil jetzt auch die eigene CDU-Basis deutlich aufmuckt. In einem Brandbrief kritisieren 34 Parteifreunde die Kanzlerin frontal. Die gegenwärtig praktizierte Politik der offenen Grenzen stehe nicht im Einklang mit dem Programm der CDU, heißt es da.
Da bröckelt, ja bricht gerade das Vertrauen einer Partei zu ihrer Kanzlerin. Angela Merkel muss gegensteuern, auch wenn sie, wie gerade gehört, einen Aufnahmestopp weiter ablehnt und keine Obergrenzen setzen will. Sie hat es jetzt in der Hand, das Heft des Handelns. Sie muss führen, sie muss den Flüchtlingsstrom regulieren und die Bevölkerung und die Parteibasis beruhigen. Gelingt ihr das, ist sie stark wie nie. Scheitert sie, ist sie vielleicht nicht mehr lange Kanzlerin. Reinhard Becker kommentierte. Das hier ist Deutschland für Anfänger. So zumindest hat sich das die Bundeszentrale für politische Bildung vorgestellt. In einer Wanderausstellung der Bundeszentrale sollten sich Zuwanderer, also eben jene Anfänger, ein typisches Bild machen von Deutschland. Und dieses Bild trägt den Titel Gemütlichkeit. Nun würden es wahrscheinlich selbst die meisten Deutschen als Zumutung betrachten, zwänge man sie in so ein Wohnzimmer. Kann man also von Afghanen verlangen, sich bei Hirschgeweih und Brunftgeschrei heimisch zu fühlen? Kann man einem Syrer oder einem Iraker einfach einen neuen Rahmen verpassen, samt Gebrauchsanweisung, auf der steht, wie ein Leben mit westlichen Werten geht? Jenny Rieger über die Schwierigkeit, Deutsch sein zu lernen. Diese Straße, diese Menschen, dieses Wetter, das ist Deutschland. Mülltrennung, Ampelmännchen, Nieselregen, so die einfache Geschichte. Die komplizierte aber handelt von Werten und von Menschen wie Hayan Salman. Seit 2 Jahren lebt er in Deutschland, mit dessen Menschen, mit dessen Wetter, mit dessen Werten. Am Anfang, wir haben nicht verstanden, was das Leben hier in Deutschland ist und wie die Leute leben. Das war ganz anderes, die Leute, die Sprache, die Kultur, alles. Hayan Salmans Heimat Damaskus sah einst so aus und inzwischen vielerorts so zerstört. Er kam nach Deutschland, das mancherorts so aussieht, aber auch so, so oder gar so. Ein Zusammenstoß der Kulturen oder doch eher der Religionen? Die große Grenze, die im Augenblick verhandelt wird, ist die zwischen Islam und Westen. Das heißt, es wird wahrscheinlich Gleichberechtigung von Männern und Frauen und die Akzeptanz von parlamentarischen Demokratie und persönlichen Freiheiten gehen. Gleichberechtigung, Akzeptanz. An Orten wie diesen versucht man dies zu vermitteln. Volkshochschule Stuttgart, der sogenannte Orientierungskurs für Migranten. Thema heute, die Bundesregierung, ein Rollenspiel. Die deutschen Regeln verstehen hier alle, aber die deutschen Werte? Also da gibt es hier Regal. Also da gibt es hier Gesetze. Okay, bei uns gibt es, aber niemand macht das. Hier in Deutschland gibt es so viele Homosexualitäten. In Bosnien, ich habe niemals gesehen, 2 Männer oder 2 Frauen zusammen. Und jetzt? Haben wir hier schon einen Wertekonflikt? Oder doch einen Fall von Meinungsfreiheit? Ein schwieriges Feld. Ja, natürlich ist es schwierig, aber die Menschen haben auch die Freiheit, ihre eigene Meinung zu haben. Ja. Doch wenn diese gegen unseren westlichen Wertekanon verstößt, was dann? Verlangen wir die vollkommene Anpassung? Aber woran genau? Und was, wenn es dann doch geschieht? Wenn der Imam einer deutschen Politikerin den Handschlag verweigert, wenn muslimische Mädchen vom Schwimmunterricht ferngehalten werden, wenn vollverschleierte Frauen nicht Deutsch sprechen wollen oder dürfen. Geschichten gibt es viele. Aber haben wir auch Lösungen? Was wollen Sie machen? Wollen Sie mit der Polizei ins Gefängnis stecken oder wollen Sie den verklagen, dass er dir die Hand nicht gegeben hätte? Die Frage ist aber, wie wir in einer liberalen Demokratie, welche Möglichkeiten wir überhaupt haben, Zwang auf Personen auszuüben, wenn sie sich für das eine oder das andere entscheiden. Hayan Salman hat sich entschieden. Für Deutschland als Lebensort, aber auch als Wertegemeinschaft. Alle Leute können machen, was sie wollen. Ja, und das ist die Freiheit. Zum Beispiel für mich, ich glaube, ich nehme syrischer Weg. Der syrische Weg. Für Hayan Salman heißt das, seine syrischen Wurzeln nicht zu vergessen. Zumindest die nächsten Jahre wird dieser syrische Weg ihn allerdings durch Deutschland führen. Und wir schauen jetzt von Deutschland aus in das Bürgerkriegsland Syrien, aus dem ja derzeit die meisten Flüchtlinge zu uns kommen. Die Nachrichten mit Judith Rakers.
Russland greift im syrischen Bürgerkrieg immer offener militärisch auf Seiten von Staatschef Assad ein. Präsident Putin teilte heute mit, Kampfflugzeuge seines Landes würden eine Bodenoffensive syrischer Regierungstruppen unterstützen. Die Soldaten gehen im Westen des Landes gegen mehrere Rebellengruppen vor. Syrische Panzer rollen auf Rebellenstellungen zu. Bilder aus dem Internet von sogenannten gemäßigten Aufständischen aus der Nähe von Hama. Einige kämpfen mit Waffen aus den USA. Russische Kampfflugzeuge unterstützen den Vormarsch der syrischen Truppen. Immer offener hilft Russland dem Assad-Regime im Kampf gegen alle Rebellengruppen, nicht nur gegen die Terrormiliz IS, und auch Kriegsschiffe kommen zum Einsatz. Vom Kaspischen Meer aus stiegen russische Marschflugkörper auf Richtung Syrien. Wo genau sie einschlugen, ist bislang unklar. Russlands Verteidigungsminister erstattet Präsident Putin Bericht. Insgesamt wurden 26 Raketen auf 11 Ziele abgeschossen, sagt er. Alle wurden zerstört. Zivilisten wurden nicht getroffen. Am ersten Tag der Bodenoffensive gegen die Rebellen hat sich in Syrien offenbar nichts entscheidend verändert. Beide Seiten melden Erfolge und keiner der Berichte lässt sich wirklich überprüfen. Die Europäische Union verstärkt ihren Kampf gegen Menschenschmuggler im Mittelmeer. Ab sofort gehen sie mit Kriegsschiffen gegen Schleuserbanden vor, die Flüchtlinge immer wieder in Lebensgefahr bringen. Heute startete die zweite Phase der Militärmission Sophia, an der auch bis zu 950 Bundeswehrsoldaten mit zwei Schiffen beteiligt sind. Andere Kriegsschiffe schicken Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien. Großbritanniens Premierminister Cameron hat auf seiner Parteitagsrede in Manchester eine harte Haltung gegenüber der EU angekündigt. Er werde in den Verhandlungen um EU-Reformen hart kämpfen, sagte er vor den Delegierten in Manchester. Die Briten stimmen bis spätestens Ende 2017 darüber ab, ob sie Mitglied in der EU bleiben wollen. Bundespräsident Gauck ist heute von US-Präsident Obama im Weißen Haus empfangen worden. Gauck betonte in Washington, Deutschland und die USA stünden trotz einiger Missverständnisse eng zusammen. In der Flüchtlingskrise sprach sich Gauck für einen größeren Beitrag der USA aus. Und wir kommen jetzt zu einem, der auf beiden Seiten des Atlantiks für ziemliche Probleme sorgt. Der Dieselmotor EA189 ist das Triebwerk allen Ärgers, der VW im Moment ganz ungebremst trifft. Und jetzt beschert dieser EA189 VW noch mehr Unmut. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung haben ergeben, dass Volkswagen die Abgaswerte nicht nur für den amerikanischen, sondern auch gezielt für den europäischen Markt manipuliert haben soll und damit nicht nur seine Kunden, sondern auch den Staat betrogen hat. Thomas Berbner und Thorsten Habke. Vielleicht muss es erst noch schlimmer werden, bevor es endlich besser wird. Der Volkswagen-Konzern versucht, die Abgasaffäre in den Griff zu bekommen. Nach dem heutigen Tag ist zumindest die personelle Neuaufstellung abgeschlossen, mit einem neuen Aufsichtsratschef. Es ist mir ein persönliches Anliegen, alles zu tun, damit die Vorgänge restlos aufgeklärt werden. Ich bin mir dieser Verantwortung bewusst. Vor 2 Wochen hatte Volkswagen eingeräumt, die Software zur Abgasmanipulation wurde weltweit in 11 Millionen Fahrzeuge eingebaut. Bewiesen war aber bisher nur, dass Volkswagen die Abgastests in den USA manipuliert hatte. Unklar war die genaue Situation in Europa. Auf Nachfrage von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung räumt Volkswagen jetzt ein, dass die geheime Software auf dem Prüfstand auch die eher laxen europäischen Abgastests erkennt und die Motorsteuerung verändert. Eine Manipulation, die auch in Deutschland zur Reduzierung der Stickoxide im Dieselabgas führt. Infolge der Prüfstandserkennung wird die Betriebsstrategie des Motors derart verändert, dass weniger Stickoxide ausgestoßen werden. Auf diese Weise werden während des Prüfstandslaufs die Grenzwerte der Euro 5 Abgasnorm eingehalten. Im Klartext, auf dem Prüfstand macht das Auto weniger Dreck als auf der Straße. Wir fahren mit einem betroffenen VW Caddy Diesel zum ADAC. Den Technikern haben wir zuvor unsere Recherchen vorgelegt. Die zeigen uns, wie beim 2-Liter TDI-Motor der Betrug abgelaufen ist. Wie bei allen modernen Dieseln gibt es auch beim VW-Motor eine sogenannte Abgasrückführung. Ein kleiner Schlauch mit großer Wirkung. Statt reiner Frischluft atmet der Motor einen Teil seiner eigenen Abgase wieder ein und verbrennt sie erneut. Hier setzten die VW-Ingenieure an. Steht das Auto auf dem Prüfstand, wird einfach mehr Abgas erneut verbrannt.
Dadurch sinkt beim Test der Anteil der Stickoxide. Wenn ich natürlich jetzt ein Kennfeld programmiere, das nur auf dem Prüfstand funktioniert, habe ich Vorteile im Straßengebrauch. Das heißt, auf der Straße hat der Motor dann mehr Leistung und weniger Rußpartikel. Und scheinbar ist man da den einfachen Weg gegangen und hat dann weniger investiert in die Abgasnachbehandlung, sondern einfach in die Softwareentwicklung, in die illegale Manipulation. Was kommt auf die 2,8 Millionen betroffenen deutschen VW-Kunden zu? Waren ihre Fahrzeuge durch die Manipulation zu günstig eingestuft? Haben sie zu wenig Kfz-Steuer bezahlt? In einem Brief an Wolfgang Schäuble verlangt der nordrhein-westfälische Finanzminister, die Steuerbescheide für die betroffenen VW-Diesel zu überprüfen. Norbert Walter Borjans fordert, dass der Schaden nicht zu Lasten der getäuschten Fahrzeughalter, aber auch nicht zu Lasten der Allgemeinheit geht. Im Ergebnis muss Volkswagen für den entstandenen Steuerschaden haften. Bei VW gilt offenbar weiter die Devise: Vielleicht muss es erst noch schlimmer werden, bevor es endlich besser wird. VW und damit auch die neue Personalie war heute natürlich auch großes Thema an der Börse. Noch einmal Judith Rakers. Auf dem Parkett standen neben der Wahl Pötschs zum neuen VW-Aufsichtsratschef auch die Vergütungen der DAX-Aufsichtsräte im Blickpunkt. Mehr dazu von Anja Kohl. Die VW-Aktie war mit 7% plus Spitzenreiter im DAX. Bislang seien die Verkäufe nicht zurückgegangen, so VW-Chef Müller. Der neue Aufsichtsratschef Pötsch aber sorgt für Diskussionen. Bis dato war er Finanzchef, hat er Anlegern alle Informationen rechtzeitig zukommen lassen. Pötsch folgt auf Piëch. Mit 1,5 Millionen Euro war Piëch bislang Topverdiener unter den DAX-Aufsichtsräten. Gefolgt von Paul Achleitner bei der auch von Manipulationsskandalen gebeutelten Deutschen Bank. Gerhard Krommer mit gut 600.000 Euro bei Siemens. Er kam von ThyssenKrupp, dem Stahlkonzern, der in Korruptionsskandale verwickelt war. Norbert Reithofer bei BMW wechselte ebenfalls nahtlos vom Chefposten an die Aufsichtsratsspitze, auch er mit Spitzenverdienst. Im Schnitt erhält ein Aufsichtsrat eines DAX-Konzerns rund 350.000 Euro, gut 2% mehr als 2014. Immer öfter erhalten die Kontrolleure feste Gehälter. Anders bei VW, dort machen Tantiemen und Langfristvergütungen den Löwenanteil aus. Und die Börsendaten. Der DAX stieg leicht auf 9.970 Punkte. Auch der Dow Jones ging mit einem leichten Plus bei 16.912 Punkten aus dem Handel. Das Bundeskabinett setzt bei den geplanten neuen Stromtrassen vor allem auf unterirdische Kabel. Auf Leitungen über Strommasten soll weitgehend verzichtet werden. Grund sind die heftigen Proteste besonders in Bayern gegen die hohen Masten. Die neuen Leitungen werden notwendig, um den Strom aus Windparks im Norden in den Süden zu transportieren. Wirtschaftsminister Gabriel erwartet jetzt Mehrkosten von bis zu 8 Milliarden Euro. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei Wissenschaftler, deren Forschungen fundamentale Erkenntnisse etwa für die Suche nach Krebsmedikamenten gebracht haben. Den Preis teilen sich der Schwede Thomas Lindahl, der US-Amerikaner Paul Modrich und der aus der Türkei stammende Aziz Sencar. Alle drei hatten untersucht, wie beschädigtes Erbgut in Körperzellen repariert wird. Der Preis ist mit umgerechnet rund 850.000 Euro dotiert. Was genau passierte am 7. Januar 2005 in dieser Zelle des Polizeireviers in Dessau? Auch mehr als 10 Jahre danach ist es noch immer nicht aufgeklärt. Fest steht, dass Uri Jallo, ein junger Mann aus Sierra Leone, in dieser Zelle an Händen und Füßen auf einer Matratze gefesselt war, als er bei lebendigem Leibe verbrannte. Die Polizeibeamten, die an diesem Tag Dienst hatten, behaupten, Uri Jallo selbst sei es gewesen, der die Matratze angezündet habe. Doch selbst wenn das der Wahrheit entspräche, stellt sich die Frage, warum er ein Feuerzeug bei sich tragen konnte und warum die Polizisten ihm nicht sofort zu Hilfe geeilt sind. 10 Jahre nach seinem Tod wird Uri Jallos Geschichte jetzt in einem Tatort nacherzählt. Iris Völlnagel und Ebert Schneider. Der Saal im Dessauer Bauhaus ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Erwartungen sind groß, denn der Tatort greift eine Geschichte auf, die sich vor 10 Jahren hier abgespielt hat. Der bis heute rätselhafte Tod des Afrikaners Uri Jallo in einer Polizeizelle. Sie waren einst mit dem Afrikaner befreundet. Sie glauben bis heute, dass er getötet wurde. Dass dessen Geschichte Vorlage für einen Tatort wird, bedeutet viel für sie. Und das ist für mich auch sehr wichtig, das Thema Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, das ist kein
Dessauer Thema, sondern ein bundesweit Thema, nicht mal vielleicht ein Thema, europäisches Thema und weltweite. Im Tatort wird die Geschichte nach Salzgitter verlegt. Die Ermittler Thorsten Falke und Katharina Lorenz, gespielt von Wotan Wilke Möhring und Petra Schmidt-Schaller, sind hinter einem mutmaßlichen Schleuser her. Der Mann wird in Gewahrsam genommen. Ja, wir wissen nicht genau, wie, aber er hat es irgendwie geschafft, die Matratze in Brand zu setzen. Genau die Frage aus dem Film stellen sich die Freunde von Uriallo bis heute noch immer. Was war passiert? Am 7. Januar 2005 hatte die Polizei in Dessau Uriallo in Gewahrsam genommen, nachdem er betrunken Frauen belästigt hatte und sich nicht ausweisen wollte. Bei einem Feuer in der Zelle verbrennt der am Boden fixierte Mann auf der feuerfesten Matratze. Die Polizisten bemerken den Brand zu spät. Einer von ihnen wurde deshalb wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Doch bis heute ist für die Freunde nicht geklärt, wie es zu dem Brand kam, warum Uriallo sterben musste. Die Staatsanwaltschaft mit seiner Eile sagt sofort, es ist ein Selbstmord. Nach dieser ganzen Untersuchung, die wir geführt haben, was leider Gottes nicht Staatsanwalt nicht wollte, haben wir erst rausgekriegt, dass Uriallo Nasenbeinbruch hatte, Verletzung in den Ohren. Die Freunde sprechen von Mord, eine These, die sich nicht nachvollziehen lasse, so die Staatsanwaltschaft. Doch immerhin hat auch sie neue Ermittlungen eingeleitet, um herauszufinden, wie das Feuer ausgebrochen sein könnte. Dort wird, ohne dass es einen konkreten Straftatverdacht gibt, untersucht, ob es Möglichkeiten gibt, den Ausbruch des Feuers jetzt auch nach 10 Jahren noch genauer zu rekonstruieren. Unabhängig hat die Initiative nochmals Gutachter beauftragt. Doch trotz der neuen Untersuchungen wird es wohl fraglich sein, ob jemals geklärt wird, wie Uriallo starb. Und uns fehlt, wie immer an dieser Stelle, nochmal der Blick aufs Wetter. Und das hat uns vor allem eins beschert, Sven Plöger, nasse Füße. Ja, nasse Füße in der Tat, die waren dabei und die können man auch morgen und kann man auch morgen wieder kriegen, wenn man das denn gerne hat. Denn es wird auch morgen wieder Regen geben bei uns in Deutschland. Aber es gab auch in den letzten Tagen noch was anderes. Schauen Sie mal, das ist eine Aufnahme von Anfang Oktober. Ja, die Apfelblüte hat wieder angefangen. Nur sehr regional, Quedlinburg. Detlef Rohnstein hat hier so einen blühenden Apfel gefunden. Und das ist eigentlich auch ganz interessant, weil der Apfel stellt eigentlich im Juli schon sein Wachstum ein, bereitet sich auf Herbst und Winter vor, treibt dann schon die Knospen für das neue Jahr aus. Und wenn es dann vorher im Sommer sehr trocken war und es jetzt Anfang Oktober noch mal warm wird und eine hinreichende Feuchte plötzlich zur Verfügung steht, dann sagt sich so ein Apfel, hey, jetzt bin ich ein bisschen durcheinander und fange einfach noch mal an zu blühen. Also dann kann man auch im Oktober solche Bilder machen. Ansonsten gibt es Bilder, die eher mit Regen zu tun haben. Das ist der Radarfilm ab 16 Uhr. Sie sehen hier diesen Bogen, der uns schon den ganzen Tag beschäftigt hat. Das Ganze kommt ganz langsam weiter nach Osten voran und wird uns auch in der Nacht weiter beschäftigen. Im äußersten Nordosten bleibt es trocken, von Westen kommt neuer Regen. Im Südwesten, wenn es aufgeht, bilden sich Nebelfelder und die Temperaturen sinken im äußersten Südwesten und äußersten Nordosten auf 6 oder 7, sonst meist auf 9 bis 13 Grad, Helgoland 14. Der morgige Tag startet dann so ähnlich im Südwesten mit Nebel und etwas Sonne, sonst mit vielen Wolken immer wieder Regen. Auch in der Mitte und im Norden wird es am Nachmittag so bleiben. Da sind trockene Phasen drin, aber die Sonne muss man suchen. Im Süden gelingt das ein bisschen einfacher und die Temperaturen erreichen dann hier auch mal 17, 18 Grad. Aber schauen Sie mal, im Nordosten, auch Berliner Umfeld, Brandenburg, Teile Mecklenburg-Vorpommerns, da geht es im Tagesverlauf immer weiter runter. Da landen wir dann so bei ungefähr 7 Grad. Das ist schon herbstlich frisch. Der Wind kommt hier nämlich aus östlicher Richtung, transportiert die Kälte rein. Wo der Westwind weht, ist es noch entsprechend milder. Gucken wir auf die Aussichten, dann sieht man, dass sich der Regen am Freitag nach Norden zurückzieht. Im Süden, abgesehen von Nebel, auch mal Sonne bei 17 Grad. Samstag für alle Sonne und Wolken, im Nordosten nur 10, im Südwesten 17 Grad. Und schnell noch der Trend zum Schluss hier für Dresden. Das wird richtig frisch im Erzgebirge nächsten Dienstag. Vielleicht, Achtung, der erste Schnee. Karen. Also die Kaltluft, die kriecht so langsam ins Land. Und da war das erste Mal das böse Wort Schnee zu hören. Vielen Dank, Sven Plöger. Jetzt im Anschluss sehen Sie hier das Wirtschaftsmagazin Plus Minus mit Markus Gürne. Ein Thema dort, was wir in Flüchtlinge investieren müssen, damit sie wirklich Chancen haben auf einen guten Job. Um 23.45 Uhr meldet sich heute das Nachtmagazin mit Gabi Bauer und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin.